Ach ja, das Lagerfeuer. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Ja, was fotografieren wir denn heute? Letztes Mal die Hütte fotografiert. Hier richtig schön unscharf. So eine Ecke oder so. Hier direkt in die Sonne. Zack. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Immer noch kein Netz. Ah, ja. Voll langweilig. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Satellit vom Himmel gefallen oder so? Ja, ist in den Wald gefallen und weckte somit die Hexe von Hecke. Okay. Genau. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die Achse. Das hatten wir letztes Mal im Hammer ernst. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Oh. Gott, das war laut. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ist immer spöttisch. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, weißt du was? Ja, hast recht. Besser ist, ich gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder genau. Sowas. Schön, geht klar. Jawoll! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen.
Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Ist jetzt direkt schon vorbei. Oh, das wird lustig. Wenn ich jetzt verkacke, mal gucken, wer kriegt die Butterpops dann? Vermutlich Caitlin. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butterpop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot. Okay, danke, bye, bye. Oh, die Gespräche sind neu. Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Mama ausweicht. Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Oh, Alter, unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Fragen? Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Let's go. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Ich kann gar nicht schießen. Ah, blöd. Also, sie sagt gar nichts dazu. Wie oft kann ich schießen? Echt Pech, Alter. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Genau, das ist mein Problem. Zerketten Sie gründlich. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Ach, ich bin einfach so schlecht im Schießen. Wie weit kann ich denn hier auf dem Boden? Blöd. Ach, ich treffe einfach nicht. Oh Mann, ich glaube, du willst die Butterpops gar nicht haben. Schon gut, Alter. Ist ja keine offensichtliche Metapher für deine Sexkünste oder so. Okay. Oh doch. Gucken, versagt Jacob jetzt auch? Oder trotzdem? Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ja, er trifft halt einfach auch nicht. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, das war doch eine Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Ah, freundlich. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Jetzt schießt mal Kälte. Ich glaube, sie darf die Butterpops haben. Was zu? Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops. Wir wollen ja keine Lebensmittel verschwenden, hast deswegen auch nicht drauf geschossen. Mehr Wassermelonen für alle. Ah, hier war alles noch so schön normal. Oh, jetzt können wir auch neue Leute wählen. Jetzt bin ich gespannt.
Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, egal. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Mach mal unterbrechen. Hey, schalt mal runter, Mann, das geht zu weit. Kommt schon, ich war nicht fertig. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, Was macht Nick da eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ich glaube, ich hatte Ehre das letzte Mal und da sollten wir entweder Dylan oder Caitlin küssen. Muss ich die Frage einfach nochmal machen und dann Caitlin küssen? Voll geil, ja, Bock auf Dylan hätte, aber. Mama Ruf, Mama hat ganz andere. Ruf, bin ganz offen. Okay. Bei dem anderen wissen wir ja, was höher passiert. Klar doch. Du und Mr. Hackett. Ah, ja, klar. Was habt ihr in dem Büro gemacht? Die Hexe von Hackett's Glory. Ach, wir können ja ehrlich sein. Tja, ich weiß, worauf du aus bist. Ist aber keine große Sache. Aber wenn du es wissen willst, ich brauche einen guten Rat. Einen Rat, ja? Oh, okay, ich weiß schon. Okay, also in den Einstellungen gibt's eine Option. So ein Inkognito. Oh Gott, ey, Jacob. Du da? Nein, ernsthaften Rat. Zur Schule. Und das ist unfair. Die Frage war schon beantwortet. Können wir dir helfen? Ich weiß nicht. Ihr habt eigenen Scheiß laufen. Außerdem, ich glaube schon von dem Wort Schule kriegt Jacob gleich Hämorrhoiden oder sowas. Hä? Ey, was hab ich dir getan? Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter und Dylan. Glaube Jacob hatte, glaube ich, das letzte Mal. So, nehmen wir mal Caitlin. Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja, Ruf. Mal sehen. Hattest du was mit Jacob? Na, das glaube ich nicht. Was wolltest du als Kind werden? Das ist interessant, ja. Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal erwachsen wärst? Was für eine vollblöde Frage. Du musst antworten. Tja, die Antwort ist... Null Ahnung. Ist echt wahr. Sorry. Oh, tja, so geht's wohl viel. Nope. Was? Riecht nach Beschiss. Oh. Jetzt kommt's oder raus. Nicht. Hast recht, Mann. Mein Traum war Street Performer. Niemals. Street Performer? Du meinst wie, so. Nein, Arschloch. Pantomime oder wie diese starren Typen, die sich bewegen für einen Dollar. Hitler als Mimen. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Ryan. Gut gespielt. Jetzt bin ich dran. Oh, oh. Jetzt eskaliert's. Emma,
Ehre. Emma, also du küsst... Jacob? Oder? Hm. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Im Ernst jetzt? Es reicht. Es reicht! Danke, Nick. Oh, sie ist schon echt mies, ne? Eigentlich fast schon eher gegenüber Abby. Mein Schuss. Oh Mann, die Arme. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Jetzt könnte es gleich spannend werden. Jetzt geht's los. Verdammt. Diese verdammten Teenager aber auch. Naomi. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Der Gehängte. Der Gehängte steht für das Aufgeben. Er gewinnt dadurch eine neue Perspektive. Sieh ganz genau hin und denk daran, dass manchmal die Welt erst Kopf stehen muss. Denn sonst lässt man nie los. Doch das sind nur Worte. Ich weiß noch so viel. Willst du lernen? Warum bist du so unscharf, Oma? Ah ja, zeig mal her. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Ah ja, da dachte ich mir schon fast, dass er Jacob ist. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Er kam im Paradies. Ach stimmt, jetzt sind wir erstmal noch alleine unterwegs. Und dann wird's spannend. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach toll, wo bin ich denn jetzt? Ja, wir sind wieder auf der Lichtung. Ich weiß gar nicht, gab es noch was, was man finden konnte? Ich glaube, nicht wirklich. Diesmal sind wir ja nicht hier lang gegangen. Na, hier können wir auch nichts angucken, okay. Dann gehen wir direkt wieder zurück. Ich glaube, da hinten war noch eine Kamera. Einer der Wildkameras.
Trauma. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Der Turm. Oh, ich glaube, den hatten wir letztes Mal auch nicht gefunden, oder? Den hatten wir ganz am Ende nur mal gesehen. Der Turm. Stürzt deinen Sorgen davon, Kampf oder Flucht? Diese Fragen stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürz nicht ab. Ja, wir wollen ja abstürzen, Oma. Das ist doch mein Ziel. Nick. Bist du hier? Wir antworten mal nicht. Mal gucken, was passiert. Stimme folgen, da können wir direkt. Wir verstecken uns einfach mal. Mal gucken. Ist bestimmt eine gute Idee. Das ist bestimmt eh nur Nick. Nein, lass mich nicht an! Wow, ich bin's nur. Sorry. Hey. Hi. Du bist weggerannt. Diesmal machen wir mal ausweichend. Sorry, der Rauch. Weißt du, so vom Feuer. Ich hab nur Luft gebraucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Rauch kann ganz schön fies sein, was? Mhm. Ist aber kein Grund wegzulaufen. Direkt. Ich schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das ja, das sah auch wie aus. Das sah auch aus wie Hilfe. Nö, küsst ihn heute nicht. Ich glaube nicht, dass Emma hinter der Sache steckt. Wer sonst? Tja, Caitlin. Oder alle, vielleicht. Vor allem Caitlin. Ist ihr Stil. Hm. Das Spiel ist ganz schön dämlich, oder? Vielleicht zeigt es unsere echten Gefühle. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht zeigt es unsere echten Gefühle. Oder es macht uns zu Statisten bei dem Blödsinn, den Jacob und Emma da so am Laufen haben. Und du empfindest etwas für sie? Nein, ich meine nur, das ist alles dämlich, weißt du? Weißt du noch am zweiten oder dritten Tag, als wir unsere Gruppen zum Inselseilkurs bringen sollten? Da lernten wir uns kennen. Mhm. Erinnerst du dich an den Camper, der ein kleines Missgeschick auf dem Kurs hatte? Ja, das war ihm so peinlich. Er dachte, er stirbt gleich. Ich muss den sauber machen, bevor es noch jemand mitkriegt. Also, außer dir meine ich. Danke, dass du nichts gesagt hast.
Da haben wir uns nicht zum ersten Mal gesehen. Sondern bei der Orientierung. Am ersten Tag. Wirklich? Da waren eine Million Leute. Aber ehrlich gesagt, du hast dich scheiße benommen. Jetzt kommt alles raus. Ich sagte Hi und du hast mich kaum wahrgenommen. Shit, tut mir leid. Die meisten Betreuer machen Camper-Witzchen. Sie verarschen sie und so. Jacob macht das. Und Emma irgendwie auch. Du nicht? Ich war auch mal so. Vor 500 Jahren. Es beginnt alles 1834, als ich das erste Mal Betreuer wurde. Poor Thailand. Ja, Nick ist, glaube ich, alles andere als Jacob. Jeder macht doch mal Fehler. Aber wie du dich beim Seilkurs verhalten hast, da wusste ich's. Was denn? Dass ich dich küssen will. Du, oho. Echt jetzt? Habe ich nicht mitgekriegt. Oh. Damals nicht. Ich bin nicht so gut darin, Emotionen auszudrücken, aber das war echt nett. Und jetzt sage ich, dass ich dich auch leiden kann, oder sowas. Na komm. Jetzt beim zweiten Mal können wir es ja machen. So nett bin ich heute mal. Ist ja auch egal, ob er sich verliebt oder nicht. Gleich ist er jeden Kopf kürzer. Hat er wenigstens noch ein paar schöne Gedanken vorher. Sehen wir nach? Ist bestimmt nur ein Wildschwein. Es ist ein Werbär. Es ist ein Bär. Zu flott. Wie blöd. Ja, tschüss, Rick. Abby! Oh. Oh je. Okay, jetzt sind die Jäger erstmal noch am Start. Tschüss, Rick, war schön mit dir. Quicktime-Events. Au. Shit. Wir rennen diesmal. Letztes Mal habe ich mich immer nur versteckt. Ach, ich weiß nicht, wo das X ist. Tut mir leid, Abby. Kenn mich leider nicht. Oh. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Lass mich los! Oh, interessant. Ich hab nicht gedacht, dass er da ist. Weil ich will auch nicht, dass sie Blut ins Gesicht kriegt, weil ich will, dass sie stirbt. Los, ab auf den Baum. Ja, auf den Baum, bitte. Kann ja nur gut enden. Oh je, sie wird da voll unterstürzen. Na, ich helfe ihr mal. Hi,
Eigentlich müsste ich es ja schon verkacken. Oh, das Vieh kommt trotzdem hoch. Ja, keine gute Idee, da oben zu sein. Okay, hat ihr aber nicht so viel wehgetan, aus 2 Metern Höhe runterzufahren, aber okay. Ob er mir jetzt schon sterben wird? Wenn ich jetzt die Luft nicht anhalte? Ach, X. Kann leider nicht die Luft anhalten. Das ist nicht so meine Stärke. Oh je. Oh, sie lebt aber noch, sie lebt aber noch. Sie ist jetzt aber auch gebissen. Spannend.